was du selbst bist. Gut, ich fange nochmal, du nimmst auf. Du musst dazu, es sind immer wieder dieselben Fragen, wo ich bekomme. Du musst erst einmal wissen, was du selbst bist. Darum sage ich, ich erkläre dir zuerst, was du bist und dann ganz, ganz grob, wie du funktionierst auf einer Ebene, wo du überprüfen kannst, wo wirklich jeder 13-Jährige sofort hier und jetzt auf der Stelle überprüfen kann. Das, was du zu sehen bekommst, sind deine Informationen. Das heißt nicht Außenformationen, sondern Informationen. Selbst deine momentane Logik, deine anerzogene Logik, dein Schwamminhalt, wie ich das nenne, schreibt dir vor, dass alles, was du zu sehen bekommst, muss in deinem Gehirn sein. Und ich sage dann immer wieder dazu, wir bauen auf diesem Wissen, auf diesen Glauben auf. Und da musst du dir jetzt erst einmal klar machen, Glauben heißt ein für wahr halten. Jegliche Form von Religion, jegliche Form von Esoterik und 99% der Naturwissenschaften sind ein reines für wahr halten. Das heißt, du bist gezwungen, irgendetwas zu glauben, was du prinzipbedingt nicht einmal überprüfen kannst, wenn du wolltest. Du kannst zum Beispiel nicht überprüfen, ob es einen Cäsar gegeben hat. Du kannst nicht überprüfen, ob es einen Hitler gegeben hat. Du jetzt in deinem Leben, weil das alles Sachen sind, die du nur vom Hörensagen kennst. Aus das Buch heraus, wie ich das immer so proletenhaft nenne. Seid ihr noch dran? Ja. Ich kann sein, dass meine Leitung abreißt. Da müsste ich auf eine andere umschalten. Und jetzt ist es also so, dass dann immer die Frage dir stellen solltest, es muss in deinem Gehirn sein, wer oder was ist das, was das sieht, was im Gehirn drin ist? Was ist eigentlich im Gehirn drin? Und die nächste Frage ist dann zwangsläufig, existiert dieses Gehirn, das ich mein Gehirn nenne, existiert es eigentlich, wenn ich nicht dran denke? Kannst du das überprüfen, ob ein Gehirn da ist, wenn du nicht dran denkst? Als Gedanke. Das ist auch ein Gedanke. Und wenn du das einmal zu akzeptieren anfängst, dass du Geist, du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Darum wiederhole ich das immer und immer wieder. Das müssen wir nicht reinstellen, weil das mit Sicherheit auf 100 Selbstgespräche drauf ist. Und du wirst merken, wie hartnäckig dieser zweite ist, dass du da nicht loslassen kannst. Es gibt keine Möglichkeit, dass du das, was du zu sein glaubst, dass du das denkst, ohne dich im selben Moment zu einem Gedanken, zu einer Information von dir selbst zu machen. Das ist immer die Frage, die ich bestimmt tausendmal schon gestellt habe. An was denkst du, Geist? Wenn du an dich selbst denkst. Und in dem Moment, wo du an etwas denkst, taucht in dir eine Information auf. Das ist du kannst jetzt, warte, ganz lass das auf dich wirken. Du kannst jetzt zum Beispiel an den Osterhasen denken. Du kannst an den Eiffelturm denken. Diese ganzen Sachen beginnen als Information in dir zu existieren, sobald du das denkst. Aber wo ist jetzt der Unterschied, wenn du an deinen Körper denkst? Es ist schon die Aussage, mein Körper. Ein Körper ist etwas, was man besitzt. Du besitzt Informationen. Aber der Besitzer von etwas ist doch was vollkommen anderes wie das, was man besitzt. Ich denke mir einen Besitzer von irgendetwas aus. Das heißt, das beginnt schon, wenn ich sage, ich denke mir jetzt einen Geist aus. Ich nenne das einmal einen träumenden Geist aus und er schaut seine Informationen an. Diese Information von dem Geist ist was anderes wie der Geist, der sich das anschaut. Aber in dem Moment wird dieser Geist ja auch schon wieder zu was ausgedacht. Du stehst in dem Prinzip immer eine Stufe über dem, was du prinzipiell denkst. Du bist sogar eine Stufe über einen ausgedachten Gott. Weil Gott, sobald du an Gott denkst, erschaffst du in deinem Kopf die Vorstellung von einem Gott. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr schockierend, aber das ist hundertprozentig sicher, kann jedes Kind sofort überprüfen. Und jetzt kommt der tiefe Glaube, dass Gedanken, die du denkst, dass deine Logik, dein Schwamminhalt dir zwanghaft vorschreibt, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Und ich frage dich, mit wem sollten denn Gedanken denn sonst was zu tun haben? Die haben doch zuerst einmal mit dem zu tun, der sich das denkt. Und das musst du überwinden. Und du musst nur dir bewusst machen, deine Informationen sind zwei verschiedene Ebenen. Wir reden hier übrigens nicht, was gut oder böse ist oder richtig und verkehrt ist. Das nenne ich Kategorie 2. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Jetzt blätterst du in deine Erinnerungen, in deinem Buch zurück und dann hast du irgendwo aus einem ausgedachten Radio oder einer ausgedachten Zeitung hast du erfahren, dass da in China dieser Coronavirus ist. Das ist doch auf meinem Schwamminhalt drauf. Das ist alles auf deinem Schwamminhalt. Alles, was jemals war und alles, was du noch erleben wirst, ist auf dem Schwamminhalt drauf. Darum mache ich die ganz extrem vereinfachte Metapher, dass du jetzt in dem Moment, wo du als Geist
beginnst du ein Buch zu lesen. Wenn ich diese ganze Gut, Schlecht überwunden habe und es bleibt nur reines Information, also das ist ein reines... Ständig eine Information, ich nenne das Gedankenwende. Es will mir doch was sagen. Selbstverständlich. Und dann höre ich auf, mehr irgendwie diese Informationen nach außen zu projizieren, sondern ich nehme das nur so wahr. Du darfst es durchaus machen. Das ist ja das Göttliche an dem Gotteskind, ist, dass du in der Lage bist, deine Informationen gedanklich um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Wenn du das bewusst machst, bist du der Schöpfer für diese Traumwelt, der bewusste Schöpfer. Wenn du es unbewusst machst, empfindest du dich als einer von vielen in einer Welt, mit der du angeblich nichts zu tun hast. Das heißt, die Geschichte mit diesem China-Virus ist genau dasselbe, wie wenn du die Metapher aufbringst, Lügen haben kurze Beine. Richtig. Das macht keinen Unterschied. Genau. Und ich verstehe die Metapher nicht. Die Metapher geht sehr vielfältig. Pass auf, ich sage immer wieder, ich mache aus jedem Wort, wenn du willst, aus dem Stegreif, ich beweise das immer wieder, ich brauche kein Lexikon dazu und das Ich meine ich jetzt nicht den Udo, das ist jetzt nur ein Pixelmännchen, da ist jetzt wirklich, es geht, du musst ganz tief verstanden haben, ich, rot geschrieben, bin das Einzige, was immer ist. Und alles, was ich denke, wenn ich an mich denke, an den Udo denke, an Gott denke, es sind rein Gedankenwellen. Und es ist so unendlich hartnäckig, dieses Ego, die Überlebensangst. Spätestens, wenn du krank bist und ein Wehwehchen hast, du krank sein, ist es sehr interessant, wenn wir uns das nämlich anschauen in Gematrix-Brother, das hebräische Wort für krank, Kolla, heißt das Weltliche. Und Welt wiederum, WLD, ich schlage jetzt das nicht auf, dieses mit 70, 30, 400 heißt Brandopfer. Jetzt haben wir BR, haben wir einen polaren Rand, B-Rand. Das sind deine Gedankenwellen und die Krankheit ist, dass diese Oberfläche wird zerrissen. Jetzt bitte interpretiere das nicht negativ. Dadurch fängst du zu leben an. Eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Dadurch erlebst du Leben. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nichts. Aber den Zustand wirst du nie mehr erleben. Ich kann immer wieder bloß sagen, wenn du mich jetzt hörst, und der mich jetzt hört, ist nicht irgendeine ausgedachte Person. Eine Person ist schon wieder eine Erscheinung. Wir reden von Geist zu Geist. Und Geist ist ewig. Aber was ewig ist, kann nicht gedacht werden, weil alles, was du denkst, was zu existieren beginnt, wird durch den nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Das ist das Einzige, was du verstehen musst. Das ist meine erste Botschaft. Und wenn das installiert ist, dann wirst du feststellen, da hast du ein ganzes Leben noch zu tun. Du bist jetzt in deinem Lebensbuch, bist du ja erst in der ersten Hälfte. Über 40. Aber was interessant wird, das ändert nichts, das Leben läuft weiter und du weißt, ich sage immer wieder, ich lasse dein Leben unangetastet. Holofeeling ist keine Sekte oder kein Glaubenssystem, das im Widerspruch zu anderen steht. Lebe dieses Leben, aber wenn dieses Bewusstsein in dir langsam wach wird, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Du wirst zuerst einmal feststellen, wie sehr der zweite, also diese anerzogene Logik, dein Schwamminhalt dich noch dominiert. Weißt du, du hast ruhige Phasen und dann sind irgendwelche Kleinigkeiten. Dass du total abstürzt, wenn du krank bist und du kriegst wieder panische Überlebensangst. Und wenn du jetzt diesen wirklichen Beobachter erreicht hast, der nur schaut, wirst du merken, wie mächtig das ist, dass dann das ganze Holo-Feeling bereit bist, wieder auf die Seite zu schieben, um diesen Scheißdreckskörper am Leben zu erhalten. Der ja schon jedes Mal verschwindet, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Das ist extrem hartnäckig und der Prozess dauert ein Leben. Aber ein Leben darfst du dir jetzt nicht chronologisch vorstellen. Darum sage ich immer, die einfachste Metapher ist, Buch lesen und jede Seite sind Lebensjahre. Darum ist es auch wie in deinem richtigen Leben, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, dass du hier eigentlich von den ersten 3 Jahren sind sehr konstruiert. Man beginnt eigentlich erst so ab dem 3. Lebensjahr, 4. Lebensjahr, dass du überhaupt, wenn du Schockerlebnisse hattest, noch Erinnerungen hattest, du konstruierst unendlich viel, wenn du älter wirst. Das ist dann so logisch, aber du musst dir eingestehen, dass das eigentlich logische Konstrukte sind, dass das angeblich einmal so war. Ich nehme mir jetzt ein Udo-Beispiel wieder, dass ich sage, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, ich kann mich eigentlich nur vorgestellt, wie wenn ich wüsste jetzt nicht, ob ich das wo gelesen habe, aber ich selber erlebt habe. Ich habe die Schule, wo ich war, gut, da gehe ich spazieren, die steht noch. Die habe ich in Erinnerung, die Klassenzimmer. Aber ich habe wirklich, ich weiß den Namen von meiner Lehrerin in der 1. und 2. Klasse, ich habe überhaupt kein Bild. Überhaupt kein Bild, das ist eine reine Blackbox, das sind logische Konstrukte.
Es ist aber alles, das verkompliziert das Ganze. Und es ist so einfach, du musst dir nur jeden Moment bewusst machen, und wir haben die zwei Arten. Was ist jetzt als Information da? Und ich mache zuerst einmal die zwei Hälften, nämlich das sinnlich wahr, ist es eine sinnlich wahrgenommene Information? Das reduziere ich immer wieder, habe ich es auf der VR-Brille. Das gilt natürlich jetzt nicht nur fürs Optische, sondern für jegliche Art von sinnlich wahrgenommene Information. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du jetzt ein Geräusch von außen in Anführungszeichen hörst, ein sinnlich wahrgenommenes Geräusch, oder ob du Hunger kriegst oder traurig bist. Das sind auch körperlich, wenn dich das aufwühlt, oder ob es nur gedacht ist. Das kannst du dir bewusst machen. Denke ich jetzt, das Coronavirus ist eindeutig nur eine feinstoffliche vorgestellte Information, aufgrund dessen, dass du jetzt dich zurückerinnerst, du blätterst kurz zurück, wo habe ich das gehört? Im Radio oder in der Zeitung? Da war aber nur sinnlich wahrgenommener Fetzen Papier oder irgendwelche Geräusche aus einem Lautsprecher da. Und den Rest magst du. Und jetzt kommt der Witz, du bist ein Gott, du kannst es verwirklichen. Schau, ich habe mal ein altes Beispiel von mir, dass ich jetzt sage, angenommen, ich bleibe mal so in der Politik, wo ich jetzt, ich habe immer früher in Seehofer oder die Merkel genommen. Es geht mir jetzt nicht um die Personen. Wenn du jetzt da ein Fan bist und du sagst, ich möchte meinetwegen den Politiker XY, ich sage mal den Seehofer, ich möchte nochmal die Hand schütteln. Wenn du, da musst du Energie reinsetzen. Das heißt, du wirst deine Figur in dem Videospiel, also dich selbst, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, wirst du in Bewegung setzen mit ständig wechselndem Bild, als wenn du in ein Videospiel durch diese Welt läufst, und du wirst dich zuerst einmal schlau machen, wo der nächste CSU-Partei doch ist, wenn es der Seehofer ist, und dann wirst du da hingehen und dann wirst du dich vordrängeln und mit viel Mühe, das geht dann nicht so einfach, weil die alle ja beschützt werden, aber wenn du wirklich Energie reinsteckst, wirst du hier definitiv diese Szene real hier und jetzt erleben, immer hier und jetzt erleben können, dass du den Seehofer mal die Hand schüttelst. Muss man natürlich Energie aufbringen. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber pass auf, du würdest nie auf die Idee kommen, dass du sagst, ich möchte den Einstein oder den Jesus einmal die Hand schütteln. Weil da sagt dein Glaube von vornherein, den gibt es ja da außen nicht mehr. Und weil du sagst, den gibt es da außen nicht mehr, wird es auch nicht möglich sein. Du wirst es gar nicht versuchen. Du merkst, es ist ein rein logisches Konstrukt. Du kannst alles, was du willst, materialisieren. Du könntest übers Wasser laufen. Du könntest fliegen wie ein Vogel. Der Witz ist, wenn du das kannst, dann würde dir das gar nicht auffallen, weil das für dich vollkommen normal wäre. Ich mache immer gerne das Beispiel mit den Handys jetzt. Du musst wissen, wenn du jetzt in der Zeit zurückgehst, ich sage jetzt bloß einmal, wie ich mich selbstständig, ich habe sehr oft in Selbstgesprächen gesagt, wie ich bin 1976 das erste Mal, glaube ich, nach Amerika geflogen. 1976, 1980 habe ich mich selbstständig gemacht. Wir reden nicht vom Mittelalter. Das sind jetzt 40 Jahre. Weißenburg ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, circa. Es hat 1980, wie ich mein Tonstudio aufgemacht habe, hat es keinen CD-Player gegeben. Es hat keine Handys gegeben. Und es war in ganz Weißenburg weder in einem Büro noch in einer Zeitung noch in irgendeiner Bank ein Computer gestanden. Es hat selbstverständlich schon Computer gegeben, aber die waren 1980 in normalen kleinen Betrieben überhaupt nicht im Einsatz. Bloß an Universitäten und Großfirmen, selbst in Weißenburg, die Banken hatten noch Karteikarten. Das klingt wie Mittelalter. Und ich kann dir garantieren, 1976 war so Hochphase, Saturday Night Fever, die Bee Gees, Disco-Zeit. Ich habe damals schon Diskothekenanlagen mit Lichtorgeln und Stroboskopen und allen möglichen gebaut. Da ist man zum Tanzen gefahren, da ist man nach Amerika geflogen mit dem Flugzeug. Kannst du dir vorstellen, dass in normalen Städten damals in normalen Büros keine Computer gestanden sind? Und es war, wenn du, ich sage mal, gefühlsmäßig war die Welt kein bisschen anders wie jetzt. Du hast nichts vermisst, weil du nicht, was du absolut nicht kennst, vermisst du nichts. Das ist das, was ich gesagt habe, wenn du jetzt fliegen könntest, wäre das für dich so normal, wie für Kinder jetzt Handys sind, wenn du ins Internet gehst. Verstehst du, du hättest dir das nicht einmal gewünscht, weil damals ein Smartphone, wenn du damals ein funktionsfähiges Smartphone gehabt hättest, da könnte, wenn du das gehabt hättest, das wäre das größte Geheimnis von Außerirdischen gewesen, wo man sich vorstellen könnte, weil damals war
nicht einmal die Fantasie so weit. Du hast zwar schon Raumschiff Enterprise gegeben, aber die haben das ins Jahr 2400 gesetzt, dass einmal 2400 sowas geben wird, dass der Captain Kirk dasteht und spricht einfach und der Computer antwortet ihn. Das macht jedes Smartphone mittlerweile, wenn du das haben willst. Ich sage ein Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen. Und da denkt keiner mehr, dass das ein Wunder ist. Was, wie ich ein junger Mann war, wäre das ein absolutes Wunder gewesen. Und darum sage ich, wenn du jetzt fliegen könntest, wenn sich das in dir aufbaut, ist das für dich so normal wie Handys? Du würdest gar nicht mehr mitkriegen, dass das was Besonderes ist. Jetzt ist es was Unvorstellbares. Es ist eine Frage der Zukunft, wo du dich selber hinsteuerst. Und es hat jetzt nichts mit der Welt zu tun, sondern mit dir Geist. Für was interessierst du dich? Und alles, was Panik, Mache und Angst ist, du musst nur verstanden haben, dass alles Existierende eigentlich schon durch den nächsten Gedanken zerstört wird. Und was jetzt so unglaublich vielleicht klingen mag für dich, ist letztendlich dein Schwamminhalt, deine Logik bestimmt es. Der dominiert dich. Alle Gefühle, die du hast, alle Schmerzen, alle Sorgen, werden niemals durch die Reizauslöser erzeugt, sondern durch deine zwanghafte Interpretation. Aber da. Das sind so einfache Sätze. Und ich garantiere dir selbst gleich, selbst hier jetzt bei uns, wenn ich immer Namen sage, ich sage, wenn ich jetzt mit meiner Handvoll, ich bin ja nur mit einer Handvoll Leute zusammen und glaub mir, wenn du mich siehst, ich bin so normal wie ihr zwei jetzt untereinander, der Udo ist nichts Besonderes. Und dann doch wieder jeder Mensch ist was Besonderes. Aufgrund der Eigenart, dass er eben ein blaues Ich, ein ganz besonderes blaues Ich in sich trägt. Aber wenn du auf der höheren Ebene bist, sind die ganzen Bücher im Bücherregal, sind deine blauen Ichs. Das ist wie ein Computer, der nicht nur mit einem Programm arbeitet, sondern viele Programme benutzt. Gleichzeitig über ein Splitscreen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich sage immer am Stammtisch, für dich eine einfache Sache, ich erkläre irgendwas, ob wir jetzt da zwei sind oder ob wir fünf Mann sind. Und dann, so wie ihr macht jetzt den Eindruck, aufmerksam zuzuhören. Ich weiß, dass ein Gedanke von mir niemals zuhören kann. Das ist ein Spiel, das immer nur JCH und ICH miteinander spielen. Und da ist dann voll, die hören zu und jetzt, ich meine jetzt einmal meinen Bezi, weil der Name öfter fällt, der hat so eine, der wird so wach, der macht mir so viel Freude, aber da muss nur sein Handy klingeln. Und zack, da merkst du an der ganzen Physiognomie, das ist wie in den seinen Kopf, wenn du in die Kiste reinschaust, wie ich das nenne, dass da einer umschaltet, ist er weg. Aber zum Beispiel dann heißt das, dass auf dem Film drauf von Udo stand schon, dass er es weiß, also über Jetzt komme dieses. ich, jetzt komm ich in ein Problem, das sage ich immer wieder, dass ich ja prinzipiell sage, und ich mache diese esoterischen Begriffe nicht, das sage ich auch immer dazu, jetzt im klassischen Sinn, wenn ich mir ein Zeitfenster aufstelle in meinem Leben, hatte ich 1996 meine Transformation. Das klingt alles, es ist total unspektakulär und das ist ja so, als wenn ich es vorher nicht wusste. Und da wirst du merken, wenn man jetzt da viele Einzelgespräche nimmt, dass ich da in einen Widerspruch komme. Das muss ich, es ist, ich muss Kompromisse machen. Und ich sage immer wieder das Beispiel hier: Basic-Logik. Der Sprung von Basic zu Windows, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, ist gigantisch an den Möglichkeiten des Computers. Und du bist der Computer. Und wenn all das Wissen, das dir jetzt übers Internet über die Welt zugänglich ist, jegliches Art von religiöses und naturwissenschaftlichen Wissen, wenn das jetzt alles dein Wissen wäre, das entspricht ungefähr die Welt, die du jetzt aufbaust, nenne ich, ist ein Basic-Programm, ein Basic-Betriebssystem. Und wenn du jetzt weißt, was man mit einem alten Basic-Betriebssystem machen kann, gar nichts. Da kannst du rot-blau die Farben verändern, du kannst du Strichmännchen zeichnen und das war's schon. Du kannst Geräusche wiedergeben, diese typischen C64 Computergeräusche, du kannst keine natürliche Musik wiedergeben in Hi-Fi, du kannst keine fotorealistischen Filme abspielen, das geht mit Basic nicht. Und ich sage jetzt, Basic ist in der Lage, diese gigantische Welt auch auf deiner VR-Brille aufzubauen. Und der Unterschied von Basic, wenn du weißt, was du mit Basic machst, kannst zu Windows. Windows kann ja das alles, kann man Fotos sogar 3D jetzt mit der VR-Brille. Das ist der Sprung auf eine höhere Ebene, die du dir nicht vorstellen kannst. Das versuche ich erst gar nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn du hier einen Dreieinhalbjährigen versuchst, zu erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert oder was körperliche Sexualität ist. Der Dreieinhalbjährige, der ist nicht dumm und blöd, er ist bloß nicht reif.
Und ich sage, mir reizen zuerst einmal dein Basic aus. Du benutzt ja selbst von den Basic-Möglichkeiten mittlerweile von dem Wissen. Ich sage, Basic ist das komplette Wissen, das du der Menschheit zusprichst. Wie viel davon hast du? Du benutzt von Basic praktisch nichts. Und wenn ich jetzt diese Beispiele in der Physik bringe, die Widersprüche, sag ich, das ist ja alles nur Basic-Wissen, wo du noch gar noch nicht weißt. Was soll ich dir dann vom Windows erzählen? Ich kann dir nur eins sagen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Es gibt nichts, was dich zerstören könnte, du kannst dich auch nicht wegmachen. Das ist jetzt das Einzige, was ich sagen kann, das musst du jetzt glauben oder nicht glauben, was aber ja im Gegensatz zu den Glauben von Religionen, um was es geht, um dich selber. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du dich dagegen wehrst. Und das ist schon der Fall, wenn du versuchst, das am Leben zu halten, den Körper am Leben zu halten, der du jetzt bist. Und da kann ich als Udo wieder tausendmal sagen, in deiner Vorstellung veränderst du das, was du zu sein glaubst, vom Säugling bis zum Greis. Und keiner wird auf die Idee kommen, einen Säugling am Leben erhalten zu wollen. Oder einen Sechsjährigen, den Körper. Jetzt ist dieser Trugschluss, dass ich mein, das bin ich. Aber mir gar nicht bewusst ist, dass das Ding sich ja alle Jahre verändert, immer sich ständig verändert. Ich bin aber immer. Wenn du jetzt einmal wirklich schaust, das Leben, das du bis jetzt erlebt hast, der es erlebt hat, ist nicht älter geworden. Jetzt seid ihr noch relativ jung. Wenn ich jetzt hier meine Donis oder Felix habe, die alle Mitte 70 sind, die sind da schockiert, die sagen, wenn ich jetzt über irgendwas nachgrübe, der Toni, wenn ich ein junger Bursch bin, ich denke mich als jungen Mann. Und da habe ich irgendwas gemacht, irgendwas gebastelt mit einer absoluten Energie, bin ich neugierig gewesen. Dieses Ding, das hier was erlebt, sagte, ich bin kein bisschen älter geworden. Ich bin, das ist dieser, der Geist selber wird nicht älter, er alterniert, aber er verändert sich dabei nicht. Das ist meine 200 Gramm rote Knete. Es ist für einen normalen Menschen unheimlich schwer, ein Denksystem anzunehmen, wo keine Feindbilder gepredigt werden. Du weißt, wie oft ich sage, egal, was in dir auftaucht, es ist eine kleine Facette deines Körpers. Dein Körper ist deine Traumwelt. Das letzte Gespräch, jetzt, was nur drin stand, ist mit dem Ich. Ich vereinfache ja ständig. Wenn ich sage, das kleine blaue Ich ist dein Körper, das große blaue Ich ist das Programm, der Mensch, bla bla bla. Und im letzten Gespräch habe ich schon wieder Kleinigkeit, das I-Chat, eine intellektuelle Kollektion, ist jeder Moment, den du mit Unterschieden, ich nenne das einfach mal ein Bild, ist ein Moment von ganz, eine Kollektion von Unterschieden, eine intellektuelle Kollektion. Und das ist wiederum, diese ganzen kleinen Bilder sind Facetten von dem großen blauen Ich. Das nenne ich jetzt, das wäre der Film, wo die ganzen Bilder gleichzeitig drauf sind. Aber die Bilder, die du siehst, sind nicht auf dieser Datei drauf. Das ist nur herausgespiegelt. Wenn ich sage, wenn du ein Buch liest und du sprichst jetzt, du denkst dir ein Wort aus irgendeiner Seite, nimmst du dieses Wort gar nicht aus dem Buch heraus. Das bleibt unverändert. Genauso, und jetzt wird es natürlich in der Vorstellung ein bisschen abstrakter, wenn du ein Buch zum Lesen anfängst, das Buch wird auch nicht aus dem Regal rausgenommen. Das Prinzip bleibt gleich. Das ist jetzt, da merkst du, das kann man aber, hat man relativ schnell im Griff. Also mach dich da nicht verrückt, du kannst auch nichts falsch machen. Das Wort falsch, falla lateinisch, heißt Falle, Lug und Trug. Entweder machst du was richtig, aber der Witz ist, jede Vorstellung von richtig, Richtung, ist immer einseitig, ist fehlerhaft. Darum sind die ganzen logischen Denksysteme zwar logisch richtig, aber solange du in einem Denksystem arbeitest, das im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, sind sie unvollkommen. Aber sie sind als Denksystem Puzzlestücke von einem höheren Ganzen. Das kannst du jetzt zum Beispiel Religionen nennen. Dass ich sage, du wirst von mir nie hören, dass eine Religion nicht stimmt. Sie ist fehlerhaft. Aber jede Religion, die wiederum sind wie Sinnesorgane. Es sind Spezialisierungen, wo in jeder Religion werden ganz bestimmte Phänomene dieses geistigen Daseins beschrieben. Und auf der anderen Seite ist es extrem fehlerhaft. Zum Beispiel im Asiatischen diese Reinkarnation. Weil man sich die räumlich vorstellt und alle wollen dieses Wiedergeborenwerden verhindern. Und ich sage jetzt in der Holofeeling-Metapher, dass du das verstehst, du hast ein riesen Bücherregal, du hast einige Bücher schon gelesen, was du natürlich nicht weißt, solange du in einem Buch drin steckst. Da musst du dich zuerst aus dem Buch rausdenken. Du musst dich ja auch Geist erheben, wenn du jetzt in deiner Wohnung bist. Die hat jetzt die ganze Zeit nicht existiert. Du warst aber trotzdem in der Wohnung, in dem Ordner. Und dann wirst du feststellen, dass du dich jetzt in einem Zimmer befindest und jetzt musst du dich geistig erheben, dass du feststellst, hey, meine Wohnung hat ja viele Zimmer. Und wenn du jetzt in einem Block wohnst, wie der Udo, dann hat dieses Haus
ist meine Wohnung plus eine Wohnung in diesem Wohnblock. Und das Haus wiederum ist ein Haus in der Straße und die Straße wiederum mit vielen Häusern ist wieder ein in Weißenburg in der Stadt und die Stadt wiederum ist eine Stadt in Bayern und Bayern wiederum ist ein Bundesland aus Deutschland und jetzt baut sich das auf. Das geht, du fokussierst dich rein. Und wenn du dich jetzt erhebst, das hast du jetzt gemacht, wenn du mal ein Gedankengang-Mitgänger bist, ist ja ganz eigenartiger Zustand, dass du plötzlich wesentlich komplexere Informationen kriegst und ich sage, das sind keine Bilder mehr da. Das ist, wenn ich immer sage, du hast noch nie deine Küche gesehen. Kann ich dir sofort alles, was ich dir sage, kann ich dir beweisen. Du musst nur das Prinzip dieser Hierarchie verstanden haben und das ist ineinander geschachtelt. Das ist wie Zwiebelschalen baut sich das auf. Was übrigens sehr interessant ist, wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, dieses Gott schuf den Adam in seinem Ebenbild, das habe ich sehr oft erklärt, da steht das Wort Bezelem. Und jetzt musst du zuerst einmal Bzlm. Wenn du die mittleren zwei, ZL, die Geburt von Licht, nenne ich das ist Schatten. Ein ausgedachtes Licht, selbst die Sonne, die du dir ausdenkst, ist keine Lampe. Denk an die VR-Brille, wenn du jetzt durch die Stadt läufst und du hast VR-Brille schon mal aufgehabt, dann siehst du hier Sonne, du siehst Leute rumlaufen, die werfen auch Schatten. Oder wie Und ein Nachttraum. Wenn ich schlafe im und Traum ist dasselbe in Grün. Das ist, dein Traum kann hundertprozentig real sein. All das habe ich in hunderten Variationen durchgespielt. Wenn ich sage, wenn du schweißgebadet wach wirst, dann wird dir im Moment des Erwachens bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, wenn das Albtraum war, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Das heißt, du wirst wach und dir wird bewusst, dass alles, was du dir jetzt denkst, in die Vergangenheit, magst du jetzt, blätterst du zurück, dass das nur in deinem Kopf war. Und dass das echt war, siehst du, dass du zitternd noch schweißgebadet im Bett sitzt. Das Problem ist, sobald du dich denkst, du dich schon wieder als Körper aus, bist du, während in dem Moment, wo du aufwachst, schläfst du wieder ein. Es ist dieses Prinzip, sobald was auftaucht, wird das nächste zerstört und du kannst es niemals abschalten. Du wirst von deinem Tod im materialistisch ausgedachten Sinne so viel mitkriegen wie von deiner Geburt, nämlich überhaupt nichts. Wenn du es verstanden hast, wie du funktionierst. Und das erkläre ich dir mit Holofeeling. Aber dir zu erklären, wie du funktionierst, hat nichts damit zu tun, dass ich dir vorschreiben würde, was du glauben sollst. Glauben heißt ein für wahr halten. Du kannst so unendlich viele Sachen glauben. Ich erkläre dir, was ist. Verstehst du? Ich erkläre dir nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern das, was jetzt ist, das musst du begreifen. Das, was jetzt ist, steht ja im wieder ein bisschen, als wenn man auf dem Programmebene ist, dann steht es ja im Widerspruch zu dem, was ist. Wenn mir mein Programm vorgaukelt, dass ich da draußen meinen Sohn abholen muss und die zwingt mich, das zu konstruieren Ja, und das ist, und jetzt ist das Schöne mit Holofeeling, dass ich sage, du magst das alles, du musst das Programm nicht verändern. Verändern ist das dann mal, was die normale Logik sagt, wenn du was veränderst, das will ich nicht mehr und das will ich. Das, was du jetzt magst, ist wichtig und es ist richtig, aber fehlerhaft richtig. Und du musst die Kehrseite dazu, dir dazu denken. Unser Ziel ist dieses Dual, die Mitte, wo das entspringt, weil du immer nur die Seite siehst, dann taucht eine neue Seite auf, dann taucht wieder eine auf. Das ist, habe ich so oft, ich fange da nicht nochmal an, weil das ist mühselig. Ich habe zwar sehr, sehr viel Geduld, aber dann sage ich, hör dir bis zum Erbrechen die Selbstgespräche an. Und das ist keine Frage des Glaubens, das ist hundertprozentig sicher. Und es ist ein Spiel, das spielst du mit dir alleine. Das solltet ihr jetzt mitkriegen, auch wenn du in den Chat bist und da sind einige dasselbe in Grün. Wenn du da reinschaust, da kommt eine neue Nachricht, dann liest du einen Namen, vielleicht ein, zwei kennst du. Andere sind nur Namen, wo du eine ganz klare Vorstellung hast, obwohl du den noch nie gesehen hast, aufgrund, was er äußert, was er äußert. Es kommt aus dir, den magst du schon wieder. Das ist eine Kiste, du sagst, jeder Beitrag kommt von irgendeiner außen. Wo kommt es her, wenn du träumst? aus mir, wo denn Es sonst? kommt alles aus dir. Das sind alles Facetten. Wenn ich Der nachts Udo kommt aus dir. Und das ist, ich höre dann von so vielen, ich habe das früher schon gemerkt, das erwähne ich auch immer wieder, wenn das nicht in dir drin wäre, wäre ich in dir jetzt nicht aufgetaucht, als wäre auch immer. Und ich bin nur ein Wegweiser. Wenn du ich bin, du liest, sagt mein Menschensohn ist nur ein Wegweiser. Ich habe Phasen, ich habe Leben gehabt, wo ich so. wenn ich Auto fahre und auf einmal leuchtet die Lampe und ich als der Fahrer habe ich jetzt keine Informationen mehr drin, was es sein kann. Ich nehme ja ein Handbuch und Udo ist ein Handbuch dazu. Genauso ist es. Ich erkläre dir wirklich, und da ist es, das geht uns geht es um Vervollkommnung. Das heißt, alles, was normale Menschen, normale Programme bekämpfen, machen wir uns zu eigen zur Vervollkommnung.
Du wirst nie begreifen, was Wetter ist, wenn du den Regen bekämpfst. Weil zu Wetter gehört sich auch Regen. Und du weißt, ich sagte immer, Sonnenschein und Regen ist wie Frieden und Krieg. Es ist ein Entstehen, ein Aufblühen und ein Zerstören. Und um was Neues zu kriegen, musst du das Alte zerstören. Der Säugling muss zerstört werden, dass daraus ein Schulkind wird. Das Schulkind muss zerstört werden, dass du Erwachsener wirst. Der muss zerstört werden, dass du, alter Mann, in die Weisheit, in die Weisheit kommst. Und dann, dass das Vögelchen zu fliegen anfängt. Du schlüpfst in einem gewissen Maß aus dem Ei, wenn du stirbst. Die Bilder sind Ei, Raube, Schmetterling. Das ist in der Matrix. Was passiert, wenn die Raube zum Spinnen anfängt? Sie hüllt sich zuerst einmal statisch in ein Kokon, das ist deine Traumwelt. Und dann löst sich das, was du zu sein geglaubt hast, vollkommen auf und dann wirst du zu einer Psyche. Das ist das lateinische Wort Schmetterling, ist Psyche. Als griechische, Entschuldigung, das ist Psyche. Du wirst zu einer Psyche, zu einem Schmetterling. Das ist das, was man dann vielleicht Engel nennt, aber schau, du machst schon wieder Vorstellungen und du driftest immer von dir weg. Wenn das einmal gecheckt ist und diese Erkenntnis hat komischerweise nichts mit intellektuellem Wissen zu tun, sondern du musst Bewusstsein sein. Das, was du bist, kann nicht gedacht werden, es kann verstanden werden, aber nur von einem, der Geist ist. Rot geschrieben. Schon das Wort Geist ist wie das Wort Nichts. Also dir ganz klipp und klar machen, versuch einmal an dich zu denken und du wirst feststellen, dann taucht der Information in dir auf. Und jetzt ist dieses Eigenartige, dieses Programm, diese vielen Beispiele, ich weiß, wenn man die das erste Mal hört, ich wiederhole nochmal ein ganz drastisches Beispiel. Wir denken uns jetzt einmal aus dem Vortrag, Udo, Weißenburg-Bleinfeld, da sind 100, 200 Mann drin. Das stellen wir uns jetzt vor. Und jetzt sagt der Udo einfach bloß, ich sage, das ist ja nur ein einziger Geist, aber der Geist arbeitet eben mit einem Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm des blauen, großen blauen Ichs, das zurzeit in ihn läuft. Ich könnte sagen, das ist ein Computer. Das im Weißenbuch-Vortrag habe ich das angesprochen. Und da läuft nur ein Programm. Und jetzt ist wie bei einer Spracheingabe, wenn du in dein Handy oder am Computer Spracheingabe Google was fragst oder Alexa oder je nachdem, wenn man so Zeug hat. Und du hörst jetzt einfach vom Udo die Geräusche innerhalb dieses ausgedachten Konstruktes. Schließe mal deine Augen. Dann sind hier 200 unterschiedliche Programme und durch diese Worte, je nachdem, welches Programm du in dir, welches Buch du liest, wirst du, ob du willst oder nicht, an deinen Körper denken und die Augen zu machen von dem Körper, weil du eine komplett eigenständige Welt hast. Und in dem Weißenbuch-Vortrag bringe ich hier ein paar schöne Videos. Für mich ist es wie ein Splitscreen. Ich sehe, wie wenn ich jetzt hier 200 kleine Fensterchen mache und ich sehe dann sofort, wenn ich sage, jetzt denk an deine Küche, tauchen bei mir 200 Küken auf dem Bildschirm auf. Das ist das höhere Bewusstsein. Weil ich weiß, was ich mir in die von mir ausgedachten Menschen hineindenke, auch in eure Köpfe, weil ich ja du bin. Unter anderem. Ich meine ich natürlich jetzt nicht das Pixelmännchen Udo, den Udo. Das ist sehr, sehr. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, wenn ich als Udo auftauche, wo dann viele entsetzt sind, die das dann wirklich mitkriegen, wer ich bin. Und dann umarmen sie mich und dann, ich habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, hochgebildete Menschen und heulen, weil die sagen, es gibt keinen Zweifel mehr, was mich so fertig macht, dass du so normal bist. Dann sage ich, mach doch einfach mal die Johannes-Offenbarung, das Lamm mit dem Johannes, wo der sich niederwirft und will das Lamm anbeten. Und dann sage ich zu dem, spinnst du, wir sind doch alle zwei Blutsbrösel. Ich würde mich nie über einen Menschen erheben oder mich anbeten lassen oder irgend so ein Zeug, Brösel unter Brösel. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Zu dem spreche ich jetzt übrigens, weil der das vergessen hat, was er ist. Und darum bleibt es was ganz Intimes. Du musst da kann missionieren. Das macht meistens nur Ärger. Es ist schön, wenn man dann zu zweit oder was ist. Man braucht immer noch eine Bestätigung, aber viele. Die Holo-Feeling machen, die haben eine Familie, Umfeld, die haben Kinder um sich herum, die nicht das geringste wissen wollen davon. Und ich sage, schau meine Feddings jetzt, die haben eine Riesenfamilie. Ich glaube, die Margot ist jetzt zum 9. Mal Oma geworden. Und ihre Söhne sind Buddhisten. Die haben vor 20 Jahren schon aufgehört, denen irgendwie was von Holo-Feeling zu erklären. Die sitzen Weihnachten zusammen, die Weihnachten mit den Kindern und die Enkel feiern die Weihnachten, die spielen ihre Rolle weiter, weil sie gemerkt haben, das macht nur Konflikt. Das ist Holo-Feeling. Du lebst deine Rolle so, wie du das magst, dass das schön harmonisch ist. Du musst Gedanken von dir, vergängliche Erscheinungen nicht missionieren, auch wenn du jetzt an dein Kind denkst. Du warst schon da, bevor du
dieses Kind in dir aufgetaucht ist und du wirst auch noch da sein, wenn es nicht mehr ist. Du bist auch dann da, wenn du, wenn du selbst das, was du zu sein glaubst, nicht mehr ist. Und es macht jetzt Angst und jetzt denk an mein Beispiel. Ich weiß, es ist der zweite, der will dann sofort auf. Der ist schon aber so weit. Es kommt doch aus, du verlierst doch nichts. Das Schöne, denk das Beispiel in die letzten Gespräche mit dem Kaputt. Kaputt in unserer deutschen Sprache heißt das doch mal ganz einfach, hier es wird was zerstört. Zerstören heißt, dass ich irgendeine Einheit zu einer Vielheit mache. Ich lasse ein Glas zerspringen. Und jetzt ist es, dass der Heilige Geist, dass er lebendig wird, dieser Geist, wenn er zum Träumen anfängt, geht er kaputt, er zerspringt, ohne kaputt zu gehen. Das siehst du schön an der Gnede. Wir lassen ja, diese Gnede bleibt immer eins, heilig. Aber die Oberfläche machen wir Unterschiede. Und diese Unterschiede sehen wir. Das sind die Gedankenwellen. Das mehr als Ding an sich geht ja nicht kaputt, weil wir ja immer dieses schöne Prinzip von Plus Minus gleichzeitig haben. Jetzt haben wir schon die zwei Seiten. Es zerspringt in eine Vielheit, ohne dass es selber dabei zerspringt. Es bleiben 200 Gramm rote Gnede. Aber wie mache ich jetzt die Vielheit kaputt? Ich muss die ins Gegenteil kehren. In dem Moment, wo die Vielheit kaputt geht, in dem Moment irgendein Gedanke, der ja auf Unterschieden aufbaut, kaputt geht, geht er wieder kaputt. Jetzt nehmen wir das lateinische Wort, der geht wieder zurück in den Kopf, wo es herkommt. Du hast dann was verloren, wenn du dir es ausdenkst. Wenn du es nicht mehr denkst, kehrt es in dir zurück. Das heißt, dein Kind war schon in dir drin, wie du in die Schule gekommen bist. So wie dieses Gespräch. Und das, dieses neue Denken, wenn bei dir installiert ist, was solltest du Angst haben? Das ist das Heilige. Übrigens ist ja bei euch, muss ich euch nicht sagen, alles, was du dir ausdenkst, gehört mir. Jetzt macht es Russisch. Mhm. Früchte des Paradieses. Mhm. Frieden. Mhm. Alles gehört mir. Ihr gehört mir auch, ihr zwei Brüssel. Mir meine ich natürlich jetzt nicht den Udo. In unserem Fall ich den. Mein den Frieden. Das ist, wie gesagt, wenn jetzt der Udo in dir auftaucht, dann merke ich, dann fühle ich so einen riesen Respekt. Das ist auch das Programm. Ist gar nicht nötig. Das ist doch ein Teil des Spiels. Richtig. Das ist, es zerst einmal, wenn locker werden, du musst locker werden und umso lockerer ihr werdet, umso mehr kommt das Verstehen. Und die Beispiele selbst, es gibt in den Schriften, zum Beispiel bei Holophilien gibt es irgendeine Schrift, wo ich Bewusstseinsebenen beschreibe. Wie viele Esoteriker, bloß wesentlich genauer. Aber Bewusstseinsebenen sieht schon wieder so aus, als wenn Bewusstsein verschiedene Stufen hätte. Bewusstsein ist was Nicht-Denkbares und das Nicht-Denkbare ist eine Einheit. Es sind immer Kompromisse von Kompromissen, Kompromissen, weil ich dir was mit von Basic-Logik verstehbar erklären muss. Ich muss etwas so erklären, dass es von Basic gefasst werden kann, was mit Basic überhaupt nicht zu fassen ist. Du kannst ein Basic-Betriebssystem kannst du nicht erklären, was fotorealistische Bilder oder gar Filme sind. Lass dich, du musst keine Angst haben. Das ist meine erste Botschaft. Was solltest du Angst haben, dass du zerstört wirst? Wenn du, das Erste, was ich mir wünsche, dass du zuerst einmal akzeptiert, was du bist. Du bist was anderes wie deine Informationen. Und die Informationen, die du zu sehen bekommst, sind untrennbar mit dir verbunden. Gedanken sind untrennbar mit dem Denker verbunden. Wellen sind immer untrennbar verbunden mit dem Meer, mit dem, der immer ist. Und es ändert an dem einen mehr nichts, egal welche Wellen das sind. Und jetzt nochmal, und das Meer wird nie sagen, ich bin die Welle oder ich bin die Welle, die auftaucht. Es wird aber niemals sagen, ich bin diese Wellen nicht. Es ist im Meer, an der Oberfläche, alle Wellen. Du kannst jetzt, wenn wir uns jetzt das wieder bildlich in deiner Logik, eine Erde denken, Erde hebraisiert heißt erwecktes Wissen, dann kannst du am selben Meer an einem Strand liegen und ein relativ fast wellenlose Oberfläche haben und am selben Meer auf der anderen Ende am Atlantik ist ein Riesensturm, tobt ein Riesensturm. Im selben Moment, im Hier und Jetzt, weil wir in einer Sphäre sind, wo ich immer sage, hier in unserer ausgedachten Kugel ist da oben und da unten ist kalt ohne Ende und da außenrum ist Wüstenhitze und da regnet es und da schneit es und da scheint die Sonne. Und jetzt, wenn ich in der höheren Dimension denke, ist es doch auch alles gleichzeitig, auch hell und dunkel. Das ist das komplexere Denken. Und da wirst du merken, wie massiv hier deine Logik momentan in deiner Reifestufe extrem noch in der Einseitigkeit hängt. Das sind doch auch nur Gedankenkonstrukte. Alles nur
Was du siehst, sind immer nur ständig wechselnde Gedankenwellen. Und wenn du das verstanden hast, dann fällt es dir leicht, über alles zu schmunzeln und zu lächeln. Außer es grätscht dir wieder diese hartnäckige, das Geschwätz vom Zweiten, wie ich das nenne, rein. Das ist eher verstehen wollen jetzt mittlerweile. Das Ja, jetzt ist werde ja ich nicht. neugierig. Darum sage ich das einmal, erkläre ich dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Und da musst du zuerst einmal diese einfachen Beispiele akzeptieren. Die sind extrem schwer zu akzeptieren. Jetzt, wenn wir so da sitzen in der Ruhe, ist es ganz gut. Aber da muss bloß mit deinem Kind was passieren. Da müsste jetzt nur das Telefon klingeln, ist übrigens auch ein Beispiel von mir. Wir, angenommen, wir feiern irgendeine kleine Party oder was, wir sitzen zusammen, wir sind lustig, wir machen Witze und dann klingelt dein Handy und dann ist hier, du sagst deinen Namen und dann, oh, hörst du im Handy, Entschuldigung, falsch verbunden. Ich habe mich verwählt. Ich habe mich verwählt. Ja, gut, mach doch nichts. Du legst auf, wir feiern weiter, dein Handy klingelt und dann ist die Polizei dran und sagt, dein Kind hat irgendeinen schlimmen Unfall gehabt. Das sind nur einige wenige Worte aus quäkliche Worte aus einem Handy. Und dann schaust du mal, ob du Holofeeling verstanden hast, was dann in dir abgeht mit deinem zweiten, mit deinem Programm. Aber ich habe doch keine Wahl, was wie mein Programm reagiert. Ich kann Richtig, beobachten. richtig, Du hast mal richtig. Das ist ja kein Vorwurf gewesen, sondern ich ein sage Kind nur, die wie Straße. hartnäckig in deiner jetzigen Reifestufe des Programmes. Und wenn du dann in dem Kleinfeld-Vortrag habe ich diesen Bewusstseinsknick. Das Bewusstsein ist nicht Wissen, diese Kurve. Muss ich nicht, kannst du anschauen, Kleinfeld-Vortrag. Wenn du dann ganz in den Knick reinkommst, der jetzt auf die Menschheit, symbolisch gesprochen, im Jahr 2000, kurz, wir sind jetzt 2020, geht es nach oben, das heißt, diese Zeitachse fährt dann nach oben. Das ist es hier und jetzt. Dann wirst du feststellen, dass du das langsam in den Griff kriegst, dass du wirklich eine stoische Ruhe kriegst, weil du begriffen hast, dass alles, was auftaucht, ja schon wieder weg ist. Am besten geht es deinem Kind, wenn du nicht dran denkst. Dann ist es in der heiligen Einheit. Und wenn du dir es ausdenkst, wird es so sein, wie es in deinem Traum in Erscheinung tritt, mit allem drum und dran. Das ist, wenn der Udo immer vor 20 Jahren, habe ich schon gesagt, was meinst du, wie gut es Negerkindern geht, wenn du sie nicht denkst? Dann existieren sie nicht, dann sind sie dieses rote Ich. Wir. Holo Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Alles gleichzeitig. Einheit, Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Und sobald du dir Näherkinder ausdenkst, sind die so, wie du sie dir denkst. Und wenn du sie dir hungern denkst, sind sie hungernd. Oder sobald du dir jetzt einen Hühner ausdenkst in großen Hühnerfarmen, dann existieren die hier und jetzt und die werden dann so sein, wie sie von dir ausgedacht werden. Da leiden keine Tiere da außen. Da außen leiden auch keine Menschen, weil Gedanken prinzipiell nicht leiden. Nicht einmal dein Körper muss leiden, wenn du Schmerzen hast. Du leidest, habe ich tausendfach erklärt. Und wenn du das wiederholst, man hört es, man geht den Gedankengang mit und es erscheint sogar logisch, weil eben das, was ich sage, hundertprozentig sicher ist. Du müsstest ja was negieren, wenn ich immer wieder sage, wenn du Zahnschmerzen hast, der hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist der Zahn. Und wenn du Rückenschmerzen hast, was hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist der von dir ausgedachte Rücken. Du hast die Schmerzen, weil du sagst, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Und da gibt es dann auch, wo ich sage, bei Filmen, du kannst dir einen schönen, schmalzigen Film anschauen und heulen und dann empfindest du diesen wehvollen Schmerz. Aber wenn du weißt, dass das bloß ein Film ist, genießt du den. Sonst würdest du nicht sagen, oh, heute Abend kommt nochmal ein schöner Film, ich freue mich schon drauf, da kann ich so schön heulen. Ich sage dann immer, und ich wiederhole ja tausendmal dasselbe, dass du die ganze Belletristik, alles was an Romanen, von Komödien über bis zu Gruselfilmen und Krimis, kannst du alles genießen, weil du weißt, es ist ja bloß zur Unterhaltung da. Und natürlich sehr lehrreich. Was soll mir das alles sagen? Und wenn du da wirklich was wegnimmst, wenn du die Verbrecher wegnimmst, dann ist im selben Moment sind die Polizisten weg. Du kannst überhaupt, und wie viel, es macht dir bewusst, wie viele Sachen du aus deinem Leben verbannen willst. Nicht das wegmachen, weil du immer das Gegenteil damit zerstören würdest. Das ist, da wird dir dann bewusst, wie fehlerhaft hier dieses normale Denken, diese Geld, ich meine jetzt das ganz wertfrei, diese extreme geldgeile Gesellschaft, die über Leichen geht, ob das die Medizin ist, die wollen Geld verdienen, die Pharmaindustrie, die wollen Geld. Es gibt ja schon wieder Verschwörungstheoretiker, die sagen hier, dieser Coronavirus ist ganz nur, um Panik zu machen, wieder um für Milliarden Medikamente verkaufen zu können. Will man Aber überhaupt auch das sind doch schon wieder irgendwelche Feindbilder postulieren. Das ist, ob du ein Verschwörungstheoretiker bist, du plapperst doch irgendein Wissen nach und baust Vorstellungen in dir auf, bis du mal anfängst, wirklich selbst, absolut selbst zu denken.
wenn man diese Corona, mit diesem Coronavirus raumzeitliche weglässt, nur als Metapher darstellt. Ja, ganz einfach, habe ich doch schon reingeschrieben. Als Du kannst das dann mal Programm. das Chor Wie soll machen. Pass das auf, anders? Chor. Wir machen mal das Chor, C-O-R. Ich sage jetzt ganz spontan, Physik an, physikaffin, C. Steht jetzt erst einmal als dritter Buchstabe auch für G. A, B, C, sagen wir, für G. Da schreite ich eigentlich beim Physiker, der sieht bei C sofort die Lichtgeschwindigkeit. Okay. Das ist nämlich das Licht. Ich sage das geistige Licht, ob man das Energie nennt. Und dieses C ist hoch 2. In der Einstein-Formel heißt es C hoch 2. Wobei das nicht ganz stimmt, das habe ich oft erwähnt, für dich nochmal. E ist mc Quadrat. Das lernt eigentlich jeder, keiner weiß angeblich, was das bedeutet. Da ist diese Energie, das ist das Eleph. Das Eleph ist das tausendjährige Friedensreich, hat nichts mit Zeit zu tun. Diese Energie, die man auch Licht oder Geist nennen könne, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, erwähne ich immer und immer wieder, steht in jedem Physikbuch drin, das ist meine 200 Gramm rote Gnede. Okay? Und wenn die jetzt Gestalt annimmt, das ist dieses M, Gestaltwerdung mal C hoch 2, wird das Licht, kriegt eine Gedankenwelle obendrauf. Jetzt pass auf, jetzt ist interessant, die Formel hat aber Einstein nie geschrieben. Man neigt in der Arithmetik dazu, Formeln runterzukürzen. Im Original von Einstein steht E Quadrat. Es ist 9 Uhr. Okay? E Quadrat, E Quadrat, das heißt, diese Gnede kriegt Gedankenwellen. Das ist E Quadrat, ist gleich M Quadrat. Das heißt, die Gestaltwährung sind 2 mal C hoch 4. Merkst du, ich kann die 4 runterkürzen. C hoch 4 heißt, jetzt ist oben der Einheitskreis mit den 4 Phasen. Jetzt hör dir das nochmal an, wo ich sage, wo 2 da sind, sind dann nochmal 2 da. Das sind 4, wo 4 da sind, sind nochmal welche da. Das ist es still. Das bedeutet, wir sind jetzt nur bei C. Or kann man 70, 200 schreiben, dann hast du dieses C Quadrat wieder weg. Das ist Cor. Das lateinische Wort Cor heißt Herz. Das kann man natürlich rot und blau machen. Wenn wir es blau machen, HRS, wieder hebraisiert, heißt die Erde. Das erweckte Wissen. Dieses erweckte Wissen ist dein Körper. Das nennen wir Corpus. BUS heißt Wissen wird zu aufgespannter Raumzeit, blau gelesen. Bus wiederum auf Lateinisch gelesen, einzeln heißt Eider. Ei heißt ein Trümmerhaufen, die R heißt erscheinende Berechnung. Das ist deine Reihe, deine Spiegelwahrnehmung. Du wolltest doch wissen, ich habe gesagt, willst du 400 Seiten Buch von mir jetzt hören? Das ist Corona. Das muss, es reicht, wenn du weißt, es reicht, wenn du weißt, dass alles perfekt ist und dass es der eigentliche Frevel ist, wenn du als kleiner, noch trocken, geistloser, nachäffender Trockennasenaffe bei eigener Definition dir anmaßt, egal welcher Mensch du zu sein glaubst, an meiner göttlichen Schöpfung etwas verbessern zu müssen. Alle meinen, die wollen die Schöpfung besser machen, indem sie sich in Einseitigkeiten festmachen, ob das in der Religion oder in der Physik ist. Das ist die Geistlosigkeit und darum leidet der Mensch. Ja, das Ich ist würde jetzt streng interessant. dann sagen, der hat den Respekt vor seinem Schöpfer verloren. Als Baby stellt man einem Vater eine Frage und der antwortet in Metapher. Und dann als Kind möchte man das natürlich verstehen. Ich habe Kann er, bestimmt und ich Fragen. will ja als Vater, ich will ja als Vater ganz definitiv, dass du verstehst, mir ist aber sehr wohl bewusst, in welcher Reifestufe du bist. Ich war einen Vierjährigen oder einen Sechsjährigen ganz auf dieselbe Frage, werde ich ganz andere Antworten geben wie einen 16-Jährigen oder einen 40-Jährigen. Weil ich muss das ja anpassen auf dein Verständnis, auf dein Sprachverständnis. Das ist das Spiel, aber mach dir keine Gedanken. Es wacht über dich. Und wie gesagt, das, was du bist, ist ewig, dem kann nichts passieren. Und das, was du zu sein glaubst, was du eventuell noch versuchst, am Leben zu halten, ist gar nicht für die Ewigkeit geschaffen. So wenig wie in einer Matrix das Ei oder der Embryo in der Ewigkeit erschaffen ist, übrigens dieses Ei, wenn das befruchtet wird, dann dahin sich das da mal aus dem Ei, wenn ZWI, 2. Die Geburt von was Aufgespannten. Und dann platzen diese 2 in 4 auseinander, wenn du mal so Animationen anschaust, was da angeblich da außen abläuft, wenn ein Ei befruchtet wird, ein menschliches Ei. Und dann werden das 8 und dann werden das 16 und dann werden das und so geht es weiter. Das ist das Prinzip. Jetzt gehen wir in die Computertechnik. Ich sage ja auch oft, du bist ein Computer. Okay? Wenn du ein Computer bist, dann wirst du merken, Basic, wenn du jetzt nachforschst, Basic sind sogenannte 8-Bit-Prozessoren gewesen.
Und dann kommt dann DOS, Windows, dann hat sich das auf 16, dann auf 32 und die aktuellen Windows 10 Computer laufen alle mit 64-Bit. Das ist das Prinzip, es ist da im Hintergrund was, was die Menschheit überhaupt nichts weiß. Und die Menschheit, die du dir ausdenkst, wird es auch nie wissen. Wir sind Figuren in einem Traum. Ich kann es nur den Geist erklären, der träumt. Und das bist jetzt hundertprozentig du. Zumindest wenn du jetzt das Gespräch hörst. Und wenn du es nicht hörst, bist du sowieso bloß ein nicht gedachter Gedanke. Oder KI, wo ich sage, ein Männchen wie die Pixelmännchen, jetzt wieder Udo. Was ist der Udo jetzt? Schau mal. Wie oft sage ich das in Selbstgesprächen? Ich rede von dem, was ist. Holofeeling ist keine Frage des Glaubens. Es ist die Fähigkeit, sich bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist und was ich darüber hinaus mir ausspinne. Was ich hochkonstruiere und um mich herum in Raum und Zeit, nach China, den Coronavirus, alles vom Hörensagen gekannte Vorstellungen. Das ist das, was ist. Wenn du ein Zettel Papier vor dir hast, du machst einen Riesenunterschied, ob das ein Märchenbuch ist, ob das irgendeine fiktive Krimi-Geschichte ist. Oder ob das eine Tageszeitung ist. Du machst einen Riesenunterschied. Wobei bei Filmen jetzt, bei Kinofilmen, verlierst du das schon langsam. Wo ich dann sage, mit den Computeranimationen, aber die Schauspieler, die hat es noch gegeben, dass der Hintergrund und alles mittlerweile am Computer gemacht wird. Aber die Schauspieler, die haben das doch in der Vergangenheit. Vergiss es. Es gibt gar nichts, was in der Vergangenheit gewesen wäre. Es gibt diese Einheit in dir, die Transversale und diese Stufen, die im Hier und Jetzt sich aufbauen. Ich Das habe eine Frage, die mich beschäftigt, und zwar die Buchstaben. Also irgendwie kann ich nichts damit anfangen. Ich habe irgendwie kein Macht Interesse nichts. daran. Macht nichts. Dann Weil hast du in dem Leben was anderes zu lernen. Kein Problem, lass es. Es wäre jetzt Kaufmannsdenken, wenn du mit Gewalt jedes lernen wolltest. Du lernst auch das, wiederhole ich hunderte Male, du lernst nur, wenn das, was du lernen willst, dich im tiefsten Innern interessiert. Und wenn du jetzt feststellst, viele sagen, ich kann mit den hebräischen Zeichen nichts anfangen, soll ich vergiss es, hast du in dem Leben nicht zu lernen. Du hast ja auch in manchen Leben, in einem Leben lernst du vielleicht Arzt zu sein, in einem anderen Leben lernst du Koch zu sein. In einem anderen Leben bist du ein Musiker. Und der Musiker kann mit dem Kochen überhaupt nichts zu tun haben. Das sind eben die Spezialisierungen. Okay. Aber die ganzen Leben im Bücherregal setzen wir wie ein Puzzle zusammen. Das ist noch, du lernst in dem Moment, wo du Kaufmannsdenken hast. Das, wo ich immer sage, wenn du an eine Uni gehst und du lernst jetzt für die Schule was und dann haust du dir das Zeug rein, obwohl du überhaupt kein Interesse hast, weil du die Prüfung bestehen willst. Das gibt es bei Holofeeling nicht. Du sollst dich auf das fokussieren, was dich im tiefsten Innern interessiert. Und wenn das bloß Stricken ist, dann strick und mach dich zu einer Meisterin im Stricken. In dem Leben. Und vergiss alles andere, das ist bloß Ballast. Ich will, dass du Freude hast am Leben. Du vermiesst dir das selber, nicht das Leben vermiesst dir die Freude, sondern das ist dieser Zweite, der so fehlerhaft ist, der dir permanent vorschreibt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch, ich will Weil nicht. Das sind, ich absichtlich bin nur in den ist. ersten Zeilen, ich, immer nur ich kann doch nicht, ich will doch, das ist das Problem. Okay. Das ist das blaue Ich. Das muss komplett überwunden sein. Ohne dass du es vernichtest, weil du jetzt ganz genau weißt, was es ist. Das ist momentan mein Regelsystem, die Fehler in Führerscheinprüfungsbogen erzeugt. Und wenn du das einmal verstanden hast, wirst du dich über solche Missverständnisse nicht mehr aufregen, sondern du wirst jetzt im Gegenteil die Kehrseite machen. Du wirst dich jedes Mal, wenn dir sowas in die Augen springt, wirst du dich freuen, dass du wie bei der Führerscheinprüfung, dass du den Fehler sofort siehst. Du freust dich, machst deinen Haken, blätterst um. Und ich sage, der taucht dann zwar immer noch mal ein paar Mal auf, weil ich dich teste, ob du es wirklich abgehakt hast. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Dankeschön. Nichts zu danken. Spielt noch eine Runde. Ciao. Ciao.